Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Austria Arms. Heute schauen wir uns wieder mal was richtig Cooles an und ja, schauen wir einfach mal, ne? Ja, das Thema des heutigen Videos ist ein ganz interessantes, und zwar geht es um das HK416, aber nicht in der Standardausführung, sondern im Setup der Delta Force oder wie man es auch immer wieder im Internet findet unter HK416 CAG. CAG, CAG heißt halt Combat Applications Group, das ist die Bezeichnung oder die Abkürzung für die Delta Force Einheit. Mhm. Und die haben ihr HK416 in einem ganz eigenen Setup. Und wie dieses Setup ausschaut, erklären wir euch heute in dem Video. Wir haben probiert, das so gut es geht nachzubauen, nachzuklonen, wie man sagt, Klon korrekt zu machen. Wir haben da auch die Teile verwendet, die die auch haben, und das ist gar nicht so einfach, weil diese Delta Force HK416 sehr, sehr speziell ist und die Teile erstens einmal richtig, richtig selten sind, kaum zu kriegen sind und durchaus auch wirklich sehr teuer sind. Mhm. Und ja, das ist das Resultat von unserem Delta Force Klon, unser HK416 in der CAG-Ausführung. Und wenn wir von hinten anfangen, haben wir beim Hinterschaft einen LMT Submodschaft. Das ist einer von vielen, den sie verwenden. Die haben nicht nur den, die haben auch MacBull CTR-Schäfte mit diesen LaRue Risern, also diese erhöhten Wangenauflagen und so weiter. Oft wird der verwendet und ich persönlich mag den wirklich sehr, diesen LMT Submodschaft, auch weil er hier diese Wangenauflage hat und weil er wirklich spielefrei hier sich verstellen lässt. Und das ist echt, echt, finde ich, einer der besten Schäfte am Markt derzeit. Also den haben wir hinten drauf in Sandfarben gehalten. Dann haben wir bei der Waffe eine anodisierte oder tanfarbene Buffer-Tube hinten in Milspec-Durchmesser, passend eben zum Schaft. Wenn wir dann beim Griff weitermachen, haben wir hier den Standard HK416 Griff, der so auch verbaut ist. Hinten haben wir eine QD-Endabdeckplatte, damit man den Sling auch hier montieren kann. Abzugstechnisch ist es die Standard-Fallout-Abzugseinheit. Die Delta Force hat hier eine spezielle geißele Abzugseinheit, die noch einmal feiner ist im Semi-Auto-Modus. Die hatten wir natürlich leider nicht, weil es die leider auch nicht mehr gibt. Und ja, deshalb hier drinnen, aber von außen sieht man es nicht. Außer, dass hier das kleine G beim Abzugszügel fehlt. Natürlich haben wir auch eine Fallout-Variante. Ne? Ja, genau, das ist hier die Fallout 416. Ja, weil die halt auch die Fallout 416 haben. Und ja. So in der Variante. Receiver oben und unten ist auch in Tarnfarben FDE gehalten, wobei das hier eher einen Grünstich hat. Es ist halt so, bei diesen Aluminiumgehäusen ist es wirklich nicht einfach, dass man da eine gleichmäßige Anodisierung oder Eloxierung auf Deutsch hinbekommt, weil das sehr, sehr materialabhängig ist und durch das, dass halt dieses Aluminium vom Gefüge variieren kann, verändert sich dann auch die Farbe in dieser Eloxierung. Hier ist es wirklich ganz gut gelungen, dass Ober- und Untergehäuse wirklich gleich ausschauen. Und ich habe auch schon Heckler & Koch MR223 gesehen, wo das halt unterschiedlich bunt ist. Und ja, bei dem Receiver von hier ist das eigentlich ganz ja, gut gelungen. Durchladehebel haben wir hier einen Geißele Charging Handle, also beidseitig bedienbar mit dieser erhöhten Nase hinten drauf. Also kann man dann im Close-up zeigen, hier hinten. Die verhindert dann auch beim Schießen mit Schalldämpfern das Austreten von Gasen. Ja, also ist mitunter einer von mehreren Charging Handles, die die verwenden. Ich glaube, ganz klonkorrekt wäre es, wenn wir hier diesen Geißele Airborne Charging Handle hätten, der hier etwas schlankere Nasen hat, aber ja, der kommt auch auf jeden Fall sehr gut hin. Von der Farbe ist auch in Geißele DDC Desert Dirt Color gehalten, also auch eloxiert, um dem Gesamtbild der Waffe zu entsprechen. Hinten haben wir jetzt einen Teil, der nicht 100% klonkorrekt ist, das ist nämlich eine Eratec Notvisierung. Die originale HK416 CAG Variante hat ein Knights Armament Backup Sight, aber was auf jeden Fall auffällt, ist, dass die nämlich so nach hinten runtergehen. Die sind an sich normal so auf dem Receiver verbaut und werden oft auf Fotos, sieht man es immer wieder, so runtergedrückt. Mhm. Ja. Damit sie halt nicht so in der Luft stehen. Dann, dieser schwarze Block ist mitunter eins der besondersten oder speziellsten Teile an der ganzen Waffe. Und zwar ist es ein Wildcox Riser mit einer EOTech Flip Mount.
diese kleine Erhöhung hier, wo das EOTech etwas hochgestellt ist, in Kombination mit der Montage für den Magnifier, den man hier dann auch flippen kann, ist sicher eins der am schwierigsten zu bekommenden Teile generell. Und dieser Riser wurde an sich speziell für die Delta Force gebaut, auf Anfrage von denen. Und der hat mehrere Funktionen. Einerseits ist er mal hier etwas erhöht, also die Optik kommt mehr rauf. Und das ist speziell für die Verwendung mit Nachtsichtgeräten eine super Sache, weil die Optik höher gesetzt wird und das dem Anwender ermöglicht, besser durch die Visierung durchzuschauen, wenn man jetzt diese Röhren hat. Dann das zweite, was gefordert war, war eben die Verwendung des Magnifiers. Die kann man hier klappen. Das geht bei der Montage extrem gut. Also diese Flip-Montage von Wildcox, die wackelt nicht, die scheppert nicht, die geht teilweise sogar etwas schwerer als die Standard EOTech Flip-Mount, aber ich denke, das ist auch so gewollt. Und ein großer Punkt, der hier auch ist, man kann hier den Magnifier einfach abbauen, indem man hier diese Taste runterdrückt, diese Wippe, und dann kann man den Magnifier verstauen. Speziell, wenn man dann jetzt eben mit Nachtsichtgeräten schießt, hat man die Röhre, speziell hier, und da würde dann der Magnifier vom EOTech stören und mit meiner eigenen Röhre dann irgendwie interferieren, und deshalb war wichtig, dass der hier abbaubar war und die Verwendung von den 80 Geräten damit erleichtert wird. Den kann man dann natürlich runter tun, verstauen und wenn man ihn braucht, kann man dann wieder raufstecken. Ja, das ist halt wirklich kaum zu kriegen und wir haben uns echt selber sehr, sehr schwer getan, das zu bekommen. Ja, aber schlussendlich haben wir es dann auch geschafft. An sich wäre beim originalen Delta Force 416 diese Montage nicht schwarz, sondern in Sandfarben anodisiert. Und dann ist das noch einmal gleich um einiges teurer. Und ich meine, diese Wildcox Montage, die kostet echt schon fast so viel wie so ein EOTech an sich. Und in Sandfarben wäre die fast so teuer wie das ganze Gewehr. Also, what the fuck? Ja, das ist echt heftig, für was die gehandelt werden, weil die Sandfarben wurden nur an die Delta Force ausgegeben. Und das ist genauso wie mit Gear in AOR1 Tarnmuster, das steigt halt von den Preisen unglaublich hoch und ist wahnsinnig begehrt. Kriegt man nicht und deshalb ist da halt natürlich auch ein dementsprechend hoher Preis. Ja, ja. Visier, wenn wir jetzt beim Magnifier sind, das ist ein G33 Magnifier. Grundsätzlich wurde diese Wildcox-Montage gebaut für den G23 Magnifier, also das Vorgängermodell von dem hier. Das ist aus der Zeit, wo die EOTechs noch nicht so modern waren. Also sie waren schon modern damals, aber die jetzigen EOTech-Modelle sind halt noch einmal eine Generation danach. Und diese Magnifier-Montage wurde an sich für den G23 Magnifier gebaut. Schnittstelle hier ist aber die gleiche geblieben. Ja. Und man sieht auch immer wieder bei den neueren Fotos von Delta Force Operatoren, dass sie auch solche Magnifier verwenden, also die neueren Varianten. Bei der Visierung an sich haben wir das EOTech Visier. Wenn wir es uns von der Seite hier mal anschauen. Das ist ein EXPS 3.0. Ist jein klonkorrekt, würde ich mal sagen. Es ist auf jeden Fall ein EOTech Visier, das ist einmal die Basis. Delta Force hat nicht nur EOTech verwendet, die hatten auch Aimpoint Micro Visiere mit so LaRue Risern oder mittlerweile auch schon einige Male gesehen Sig Sauer Red Dots. Mhm. Ja. Und beim EOTech, das wir hier haben, haben wir ein EXPS, das ist das mit der Schnellspannmontage. Ursprünglich war diese Wildcox Magnifier Riser-Kombination ausgelegt fürs XPS, also nicht die Schnellspannmontage. Ja, und das XPS ist das ältere Modell von dem EXPS. Ist jetzt ja, von der Bedienung mit Magnifier vielleicht nicht so ideal, weil das XPS die Einschaltknöpfe hinten hat, das EXPS seitlich. Ja. Klonkorrekt wäre es mit dem XPS gewesen, so wurde es damals ausgegeben, aber mittlerweile gibt es auch Fotos, wo die das EXPS verwenden mit der Schnellspannmontage seitlich, was durchaus Sinn macht, speziell wenn man es mit Magnifier in Verbindung verwendet. Und von dem her, ja, haben wir das hier auch drauf, auch in FDE gehalten, damit es stimmig ist zum Magnifier selber und zu der ganzen Waffenfarbe dazu. Ja. Also das wäre jetzt einmal die Optik. Es hat dann natürlich auch Heckler & Koch 416 Modelle gegeben in längeren Varianten mit 14 Zoll als Recce Rifles. Die hatten dann kleine LPVO-Visiere, Vortex Razor, Night Force
und was auch immer. Ja, das ist dann natürlich sehr anwenderspezifisch, sehr individuell aufgebaut worden. Und ja, so mit der EOTech-Kombi war es eigentlich die Basis bei der kurzen 10,5 Zoll Variante. Mhm. Der Handguard ist auch was sehr Spezielles. Der ist mittlerweile auch schon fast so selten wie diese Wildcox-Montage hier oben. Das ist ein Geissele SMR Super Modular Rail Handguard, auch in Sandfarben. Und dieser Geissele Handguard wurde auch speziell auf Wunsch der Delta Force gemacht, weil der originale HK416 Handguard von früher, also das Gewehr war an sich, glaube ich, so im Zeitraum 2010, 2012, so quasi ganz neu draußen bei denen. Und dieser originale HK416 Rail Handguard war halt mit diesen vier Schienen, mit diesem Quad Rail Handguard, war sehr schwer, sehr massiv und die wollten einfach einen schlankeren Rail Handguard haben. Und dann hat Geissele diesen SMR Super Modular Rail Handguard rausgebracht, natürlich auch in Sandfarben, was auch wirklich schon sehr selten ist. Beschichtet. Genau, der ist auch beschichtet und besonders beim Geissele Rail Handguard ist die Aufnahme für den QD-Riemenhalter hier seitlich schräg oben, links und rechts. Also man spart sich quasi eine extra Einheit, um da jetzt den Riemen zu befestigen, weil es im Handguard integriert war. Mhm. Dann haben wir beim Geissele Rail Handguard auch eine andere Schraube. Wenn wir es uns hier anschauen. Die Schraube ist nämlich hier nicht ganz eine Kreuzschraube, es ist zwar kreuzförmig, aber es ist so leicht abgerundet. Und das Lässige ist bei dieser Handguard-Schraube, man kann mit einer 223er Patrone reinfahren und das damit aufschrauben, um den Handguard runterzunehmen. Ja. Also ist so eine kleine Finesse bei dem Handguard. Hier bei dem Handguard, den wir hier verbaut haben, haben wir ein älteres Modell oder eine Erstserie von dem Geissele Handguard. Der hat nämlich hier mehrere Anbindungsmöglichkeiten, wo man hier Picatinny-Montagen raufbauen kann. Der Handguard hat jetzt keine M-Log oder Keymode-Schnittstelle, weil das damals zu der Zeit noch nicht existiert hat. Aber es war an sich von Geissele schon der Versuch da, einen Handguard zu machen, wo man Schienenelemente modular verbauen konnte. Das heißt, da wo man eine Schiene braucht, kann man sie rauf tun. Wenn man sie nicht braucht, kann man sie runter tun, damit das Ganze schlanker und griffiger wird. Ja. Hier haben wir einfach mal bei unserem Handguard die Schienen raufgeschraubt, damit wir sie drauf haben, weil ich wollte die auch nicht verlieren oder rumliegen lassen, weil die eigentlich nicht zu kriegen sind. Deshalb sind die ja drauf. Wäre das quasi ein komplett fertiger Build, könnte man die runter tun auch. Ja. Aber ich habe es jetzt mal drauf gelassen und ja, dann gehen sie auch nicht verloren. Ja, wenn man jetzt schon... haben wir hier ein Surefire Scoutlight, da gibt es unterschiedlichste Varianten, die verwendet haben, mittlerweile auch sogar Bilder gesehen, wo die Modlight-Lampen drauf hatten. Mm. Ja. Und die Surefire Scout ist halt eins der besten Lampen generell am Markt. Und ich glaube, die hatten sogar auch welche mit Infrarotkopf vorne. Wenn ich mich ganz täusche, war es die M600 Scoutlight. Ja, ich weiß jetzt nicht, was das für eine ist, aber es dürfte eine ähnliche sein. Jedenfalls, Surefire Scoutlight passt auch hierauf. Die haben wir jetzt hier unten montiert, weil das bei vielen Delta Force Varianten auch der Fall ist. Ja, wird sich schwer ausgehen, wenn die hier oben drauf ist. Es gibt spezielle Montagen von Arisaka Defense, wo das hier ganz genau zwischen den Laser reinpasst. Wir hatten die nicht, deshalb haben wir das hier unten montiert, direkt aber in den Handguard hinein, von der Gegenseite verschraubt. Ja. Also, an sich so auch oft gesehen. Ja. Dann die Bedienung für die Lampe funktioniert hier auf der anderen Seite mit diesem Surefire Pressure Pad doppelt, ja, wo man hier dann drauf drücken kann und vorne Licht hat und hinten den Laser. Der Laser, den wir hier vorne drauf haben, ist ein L3 Pack 15 Laser. Den haben wir freundlicherweise von einer Behörde zur Verfügung gestellt bekommen für dieses Video. Und die kriegt man ja in Europa so gar nicht, ja, außer behördlich. Und von dem her ist der hier drauf. Klonkorrekt waren die auf jeden Fall, also die werden auch so verwendet. Mittlerweile haben die auch umgestellt auf NGAL-Laser, also die nächste Generation von diesen Infrarotlasern, die sind kleiner und kompakter. Und bei den HK416 waren oft die LA5 Laser drauf, also das sind die noch stärkeren. Die erkennt man daran, dass die hier so eine leichte Erhöhung haben bei den Schrauben, damit man die auch so verdrehen kann. Ja. Das hier ist ein normaler Pack 15, der an sich eh schon mega selten ist hier in Europa. Also von dem her ist der hier drauf, auch in Sandfarben gehalten, damit das schön stimmig dazu passt.
Und vorne haben wir dann auch was ganz Markantes, das ist das Frontside, in dem Fall ist es dasselbe wie hinten, auch ein Aerotech. Klonkorrekt wäre das Knights Armament Frontside und die sind dann auch hier vorne so runtergeklappt, immer wieder auf Fotos erkennbar. Und was man hier hat, ist dieses Zwischenstück zwischen Picatinny Rail des Handguards und der Anbindung für den fürs Frontside. Das ist nämlich so eine Erhöhung von der Wildcox Montage, weil das Wildcox System die Optik generell weiter aufsetzt. Und wenn man jetzt hier das Backup-Side schon erhöht montiert hat, muss man es natürlich vorne auch erhöhen, deshalb ist dieser Picatinny-Sockel drauf, um dann hier noch durch die Optik durchschauen zu können. Und wenn man es nicht braucht, klappt man die dann einfach wieder runter und dann sind sie nicht im Weg. Den Schalldämpfer, den wir hier vorne haben, ist kein klonkorrekter Schalldämpfer. Wir haben jetzt einen Steyr UMS Schalldämpfer verwendet, damit wir irgendeinen Schalldämpfer hier drauf haben. Original wird von der Delta Force der Surefire Schalldämpfer verwendet, der SOCOM Schalldämpfer. Den kriegt man bei uns genauso nicht. Und ja, deshalb ist jetzt der einfach mal rein ja, so optisch drauf montiert worden, dass es halt ein Schalldämpfer ist. Passt an sich wirklich gut dazu, vor allem er schließt hier extrem gut ab mit dem Handguard, der geht schon fast übereinander und er steht auch nicht im Weg beim verstellbaren Gasblock. Ja, also das geht sich wirklich ganz genau aus und passt wirklich gut dazu und den haben wir jetzt hier auch montiert, damit das ausschaut wie beim originalen Delta Force HK416. Ja. Noch eine kurze Info am Rande, der Lauf, der hier drin ist, ist auch ein dünnerer. Also die Delta Force hat bei den HK416 diese Lightweight Laufkontur, also den etwas schlankeren, damit die Waffe nicht so schwer ist. Jeder, der schon einmal eine MR223 in die Hand genommen hat, weiß, dass der Lauf unterm Handschutz wirklich sehr dick ist. Die Waffe ist doch recht schwer. Bei der Delta Force Variante ist der Lauf schlanker und dadurch ist die trotz dieser ganzen Beladung noch immer recht handlich. Also obwohl da jetzt der Laser drauf ist, Taschenlampe, Schalldämpfer, ist die noch immer recht führig. Ja. Wir haben es vorher gewogen, die wiegt ca. jetzt 5 Kilo, ja, so um die 5 Kilo herum. Aber trotzdem, ja, für den Build ist das schon... Für das Setup definitiv in Ordnung, ja. Also. Natürlich super cool. Genau, was sagst du zu der EOTech-Montage? Die geht doch ein bisschen strenger. Ja, aber das sieht dafür sehr solide und sehr satt. Also das ist echt ganz cool. Ne? Ja, das wäre jetzt hier unser nachempfundener Delta Force HK416 Aufbau. So gut es halt geht, fast klonkorrekt. Wir sind natürlich auf diese Kleinigkeiten, aber ja, dafür muss man sagen, ist es definitiv auch eine ja, seltene Waffe. Die Teile, die drauf sind, sind wahrscheinlich sogar noch seltener. Ja, und HK416 sowieso. HK416 ist sowieso was ganz Besonderes, ja. Ja, was sagt ihr? Was denkt ihr über die Waffe? Wie findet ihr sie? Heckler & Koch 416 finde ich persönlich eh eins der wahrscheinlich besten AR-15 aktuell, die es gibt am Markt. Und dieses Setup ist jetzt so quasi das absolute Sahnehäubchen obendrauf. Ja, das wäre es jetzt hier von uns mit dem waffentechnischen Teil. Und bevor wir das Video jetzt beenden, gibt es noch ein Special. Ja, wir sind gerade dabei, unsere Modelinie zu launchen. Also wir haben gestern noch bis 2 Uhr früh circa Sachen ausgepackt und ein bisschen fertig gemacht, dass das dann halt langsam was wird. Aber in nächster Zeit wird dann auf jeden Fall was kommen. Wir haben jetzt schon ein bisschen was an. Ja, als kleiner Teaser für das, was kommt. Ja. Martin hat da... Kaiser Franz Josef mit dem Steyr AOG. Ja. Was geschichtlich absolut so war. Ja, natürlich. Ja. Ja. Und wir haben da auch hier einen Granatwerfer von Steyr. Wir haben da mit Steyr zusammengearbeitet, dass wir die Konstruktionszeichnungen bekommen haben. Das ist natürlich super cool für uns und wir freuen uns auch, diese limitierte Serie euch an Shirts und Hoodies und Sachen dann vorzustellen, wenn es soweit ist. Ja. Also ein kleiner Teaser für das einmal. Genau. Dauert nicht mehr lang. Es sind nur noch ein paar Wochen. Ja, sehr, sehr special. Genau. Also freut euch drauf und wir sehen uns dann im nächsten Video und bis dahin, macht es gut und bis bald. Wenn das für euch interessant ist, dann... Machen wir es nochmal. Schön.